zur Qiyama, Allah ist der Richter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Zeuge. Ich bin der Gegner. Und du bist der Verdächtigte. Allah. Der Verklagte. So. Tunaka mahzuzatan mahzuzatan talqaka yawma hashrik. Ne, in Mahshar, wir stehen so, die Menschen stehen alle, da gibt's kein Paradies und Hölle noch, gar nichts. Muss abgerechnet werden. Was hast du gemacht? Was hat sie gemacht? Hat sie dir gesagt, was, warum hast du gegeben? Muss man erst besprochen werden. Jetzt, wir stehen da. Ich habe meine Zeugen, mein Vater. So, ich verklage dich. Allah ist da, ist der Richter. Ich bin dein Gegner. Subhanallah, Fatima ist deine Gegnerin. Was verloren? Da hat er geweint. Weißt du, dass er geweint hat? An dieser Stelle hat er geweint. Er weint. Warum? Weil wir gesagt haben, warum, wie, wodurch ist er gekommen? Durch einen Plan. Jemand hat für ihn geplant, dass er Khalifa wird. Er wollte nicht. Dieser arme Mann hat gesagt, kündigt mich, ich will nicht. Ich kann euch nicht regieren. Aber er musste da sein, er musste im Vordergrund bleiben. Hat geweint, sagt, ja Fatima, Wallah, meine Familie ist mir nicht lieber als deine. Und du bist mir viel lieber als meine Tochter. Er konnte nicht, aber anders. Weißt du, wenn er Fadak zurückgegeben hat, hätte Umar das zurückgegeben. Hätte das verhindert. Wie er Sahm al-Mu'allafa Qulubuhum auch gemacht hat. Mit Sahm al-Mu'allafa Qulubuhum. Die kamen bei Muhammad, bei Umar, bei Abu Bakr. Und sagen, in der Zeit von Rasulullah zusammen haben wir auch unsere hier Anteile bekommen. Diese Sahm al-Mu'allafa Qulubuhum. Diese Mu'allafa Qulubuhum. Diese Menschen, die waren Menschen, die weich gemacht wurden durch Geld, durch Anteile von den von dem Geld des Islams. Rasulullah hat ihnen gegeben dieses Geld, damit sie Muslim bleiben. So, sie kommen bei Abu Bakr, sie sagen, wir, das war gewöhnlich so bei uns, dass wir immer bei Rasulullah gekommen sind, haben wir immer unser Geld da gekriegt. Sag, ja, geh mal bei Umar. Aber Abu Bakr Khalifa, die gehen bei Umar und sagen, nee, wir brauchen euch nicht, Islam ist schon stark geworden. Ja, aber wir haben bis jetzt gekriegt, wieso jetzt auf einmal nicht mehr? Die gehen bei Abu Bakr und sagen, bist du Khalifa oder Abu Bakr? Oder Umar, sag Umar. Wallah, wenn Abu Bakr irgendeinen positiven Schritt Richtung Ahlul Bayt gemacht hätte, hätte Umar zwei negativen gemacht und ihn zurückgegeben. Ihn zurückgeschlagen. Das durfte er nicht. Wir sagen nicht, dass das hier, das ist egal. Du konntest, aber du warst schwach, selber schuld. Hast du dich selbst unterdrückt, indem du dich unter einen Menschen einen Sklaven gemacht hast? Abu Bakr, die Marionette von Umar. Ja, das war von Anfang an so. Wenn du sagst, wir haben gesagt, die Khilafa, wenn du das nachvollziehst, wie Abu Bakr Khalifa geworden ist, der wurde durch Umar Khalifa. Umar hat den Streit zwischen Aus und Khazraj ausgenutzt. Aus und Khazraj, das waren Verwandten. Aber das war irgendwie, sagen wir, Rache zwischen die beiden Gruppen, beiden Familien. Und die waren immer gegeneinander. Was der eine macht, was der eine Gruppe macht, macht die andere das Gegenteil. Und die haben sich geeinigt, die haben gestritten, wer von wem, von welcher Gruppe der Khalifa wird. Erstmal war von Aus und Khazra. Stell dir mal vor, wäre einer von denen, dann wäre der so berühmt. Jetzt für uns, für alle. Aber Umar hat gemerkt, dass die beiden, die streiten sich um die Khilafa. Deswegen hat Abu Bakr in die Hand genommen, sagt Sahih Bukhari. Sagt, habe ich Abu Bakr an der Hand gepackt und mitgenommen und mir was vorbereitet, was zu sagen. Wir gehen dahin und wir sehen, dass die Aus und Khazra streiten. Einer sagt von uns Khalifa, der andere sagt nein. Sagt, nee, warum suchen wir zwei? Einen von uns, einen von uns, zwei. Nee, das, Umar sagt, nee, das geht ja nicht. Da passen nicht zwei Schwerter in einem Gehäuse. Was jetzt? Umar kann sich nicht vorschlagen, kann sich nicht anbieten. Warum? Weil er es gehasst, er mochte ihn keiner. Und seine Familie war nicht angesehen, hoch angesehen wie von Abu Bakr. Ne? Bani Udayy war nicht wie Bani Tayyib. Dann was macht er? Nützt er dieses Zwietracht zwischen die beiden und wählt er Abu Bakr. Er sagt, ich wähle Abu Bakr. Wer wählt Abu Bakr? Jetzt die beiden sowieso sind im Streit. Jetzt, was machen die, wenn sowieso Abu Bakr gewählt wird und wenn du dich vorher schaffst, verstehst du, dann bist du arm dran. Was machen die, wer will zuerst kommen?
kommt aus und kommt Khazraj. Warum? Weil wir haben die verloren. Unter uns. So, wenn jetzt du nicht schaffst, ich schaffe. Und wenn ich schaffe vor dir, habe ich Vorrang nachher sowieso in Zukunft. Ich habe mehr Ansprüche. Das war so ein Trick, sodass Abu Bakr unter eine bestimmte Volksmenge von 300 oder was oder noch weniger, ne, Khalifa geworden ist. Und jetzt bist du im Vordergrund. Nur, damit ich Khalifa werden kann, sonst wird Abu Bakr Umar nicht Khalifa werden können. Er hätte nicht Khalifa werden können. Er muss mit Testament Khalifa werden. Sonst mit Wählen. Keiner will ihn. Keiner hat ihn gemocht. So, was macht der? Geh mal vor. Ich warte. Aber pass auf. Ich glaube nicht, dass jemand anders die Stelle übernimmt. Das war mein Ziel, von vorne her. So, Abu Bakr fällt in den Tod rein und wieder raus. Schläft ein, wird ohnmächtig und sagt zu Osman, schreib mal auf. Schreib mal. Von Abu Bakr, Khalifatul Muslimin, nochmal einschlafen und nochmal aufwachen. Guck mal. Was hast du geschrieben? Hier ist er nicht verblödet. Aber Muhammad, wo er schreiben wollte, er ist verblödet gewesen für sie. Hier war er verblödet, im wahrsten Sinn des Wortes. Muhammad war noch wach, war noch am Reden. War Prophet. Für sie war er verblödet, dass er nicht schreiben kann, konnte. Aber hier, Omar Abu Bakr war am Sterben. Der war am Sterben, der war drin, in den Tod. Er macht seine Augen auf wieder und sagt, was hast du geschrieben? Erinnere mich dran. Da habe ich geschrieben von dem Khalifa Abu Bakr. Für die Muslimin, für die Gläubigen, für die Muslimin. Ich empfehle euch, oder schlage ich, Omar als Khalifa vor. Wieder nochmal, was hast du geschrieben? Das ist nicht verblödet. So. Welche Quelle stand da? In jede Quelle. Überall, wo du liest, wie Abu Omar Khalifa geworden ist, kannst du das lesen. Manchmal abgekürzt, verkürzt, sodass du das nicht siehst, was da drin steht, aber du musst schlau sein. Was Bukhari und Muslim gelassen haben, haben andere Bücher nicht vergessen. Drin steht offensichtlich steht im Bukhari und Muslim, dass der eine oder derjenige einen Anteil des Hadithes vergessen hat. Wie zum Beispiel Khulafa al-Rashidin. Al-Khulafa al-Rashidin min ba'di 12, kulluhum min, habe ich vergessen. Das heißt, die Khulafa al-Rashidin nach mir sind 12, alle sind von, das habe ich vergessen. Er sagt, ich denke mal, dass er gesagt hat, dass die alle von Quraysh sind. Ne, so. Subhanallah, ist das nicht so wichtig für die Muslime damals, sich daran zu erinnern, in wem wird die Führung weitergemacht, dass er vergessen kann. Sowas vergisst du. Sowas kannst du vergessen, wie wir das weitergehen sollen, nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer führt uns weiter? Nein, sie haben nicht vergessen. Sie haben behauptet, dass sie vergessen und sie werden auch in Qiyamah da stehen. Wieso hast du vergessen? Du hast dich vergessen. Du hast dich vergesslich gemacht. Du wolltest nicht die Wahrheit sagen. In wem? Weil Ahlul Bayt ist drin. Weil er sagen will, Khulafa al-Rashidin, nach mir sind 12, sind alle von meiner Familie. Steht in Muslim, vergessen. Ich sage, vielleicht hat er gesagt von Quraysh. Ungefähr hat er angedeutet, dass Quraysh, Hashim, dann kommt Familie Muhammad. Angedeutet. Da hat er nicht total vergessen. Wenn die Strafe kommt, kommt ein bisschen, wie dieser Bürger, der so gemacht hat. Ne? Hat er vergessen, aber andere Bücher haben nicht vergessen.